Shark, Camille und Amina sind verschwunden. Was habt ihr gesagt? Bist du taub oder was? Camille und Amina sind verschwunden. Ihr meint, sie sind völlig verschwunden? Ja, sie sind nirgendwo zu finden. Wir haben schon den ganzen Campus abgesucht. Wir werden sie finden. Goofy, beeil dich, ich habe eine Sonderlieferung. Ja, hier, bitte, Bobbel. Okay, ich bin weg. Schau, Molly, ich habe uns diese Drachenanhänger für unsere Rucksäcke bestellt. Oh, wow. Übrigens ist jetzt das Jahr des grünen Drachens. Des grünen Drachens, Mist. Ich habe schon den pinken bestellt, damit er zu unseren Frisuren passt. Rosa Drachen? Ätzend. Die kannst du alleine tragen. Das ist noch besser. Ich werde zwei Schlüsselanhänger haben und du keinen. Gern geschehen. Kannst du nicht aufpassen? Oh, wer redet denn da? Es ist niemand da. Gabby, siehst du hier jemanden? Nein, niemand da. Olivia, was ist mit dir? Nö. Das bedeutet, dass du ein Nichts bist, Mädchen Lea. Dein Freund dachte anders, als er mich in seinen Armen trug. Ha, ha, ha. Was hast du gesagt? Oh, wie konnte ich das vergessen? Ich meinte deinen Ex-Freund. Sie ist so nervig. Okay, okay, du wirst dafür gerade stehen, Lea-Mädchen. Laura, warum versöhnst du dich nicht mit Benz? Er kann doch gar nichts dafür. Oh, vielleicht ist es besser so. Stell dir vor, wir werden zusammen abhängen, nur die Mädchen. Das sagt ihr, weil ihr keinen Freund habt. Das war's. Lasst uns nicht über Benz reden. Ich mache mir mehr Sorgen um Lea. Ich muss mir überlegen, wie ich mich an ihr rächen kann. Chuck! Chuck, wach auf! Was? Ich schlafe nicht, ja? Leute, was macht ihr denn hier? Hey Leute, warum sagt ihr denn alle nichts? Ist was passiert? Chuck, Camille und Amina sind verschwunden. Was habt ihr gesagt? Bist du taub oder was? Camille und Amina sind verschwunden. Ihr meint, sie sind völlig verschwunden? Ja, sie sind nirgendwo zu finden. Wir haben schon den ganzen Campus abgesucht. Ja, wir haben sogar ihre Eltern angerufen, aber sie gehen nicht ran. Wir werden sie finden. Chuck, wir haben den ganzen Campus abgesucht. Und den Pausenhof. Und die Kleiderschränke überprüft. Vielleicht verstecken sie sich unter den Schreibtischen. Chuck, das macht keinen Sinn. Das war's. Ich hab es satt. Ich werde meine kostbare Zeit nicht mit dieser blöden Suche verschwenden. Ich gehe jetzt. Wir werden sie finden. Vielleicht verstecken sie sich ja hier im Spind. Chuck, wie sollten Sie in so einen kleinen Spind passen? Was ist, wenn jemand Sie geschrumpft hat? Genau wie in meinem Handyspiel. Das war echt interessant. Schaut mal her. Chuck, du bist besessen von diesem Spiel. Du wirst nicht mehr auf dem Campus spielen. Wenn ich dich spielen sehe, weißt du, was passieren wird. Hey ihr, wer seid ihr? Was hat das zu bedeuten? Echt schöne Kostüme. Versucht gar nicht erst, mich oder meine Freunde anzugreifen. Friede sei mit euch. Mein Name ist Zhongli. Ich bin der Besitzer des Wangsheng Bestattungsinstituts. Also bist du ein Bestatter? Ich helfe den Menschen, Zeremonien abzuhalten und die Toten ehrenvoll zu beerdigen. Benz, darf ich ihm eine Abreibung verpassen? Ich mag den Typ nicht. Beruhig dich, Doug. Es ist noch nicht so weit. Und wer seid ihr? Mein Name ist Hu Tao. Wir sind aus dem Spiel gekommen, um euch zu helfen, eure verschwundenen Freunde zu finden. Aus dem Spiel? Stimmt, ihr seid Figuren aus meinem neuen Spiel. Ja, ich hab euch sofort erkannt. Chuck, wage es ja nicht, über dein Spiel zu reden. Dieser Mann hat recht. Wir sind Figuren in einem Spiel und ich bin der Besitzer des Beerdigungsinstituts. Ein Beerdigungsinstitut? Ist das ein Scherz oder was? Oh, warte. Habt ihr gesagt, dass ihr wisst, wie wir Amina und Camille zurückholen können? Ja, natürlich wissen wir das. Sie wurden von bösen Mächten gekidnappt. Vom dunklen Archon. Um sie wieder herzuholen, müsst ihr alle 7 Energieelemente sammeln und sie in diese Truhe legen. Die Energie der Elemente öffnet ein Tor zwischen den Welten und macht es möglich, eure Freunde wieder nach Hause zu bringen. Ihr werdet alle 7 Elemente auf meiner Karte finden. Hier...
Übrigens, mein Name ist Kleiner Klee. Ich liebe es, Feuerbomben zu werfen. Oh, die mag ich schon mal. Beeilt euch, wir haben nur eine halbe Stunde in eurer Welt. Lasst uns anfangen, Energie zu finden. Folgt mir, Freunde. Wir sind noch keine Freunde. Wir sind Basketballer. Ja, die Besten auf dem Campus. Ich kenne so eine Rasse nicht, aber wir haben auch keine Zeit, uns gegenseitig kennenzulernen. Kann ich vielleicht mit euch gehen? Hu Tao, ich bin dein Fan. Ich spiele immer nur dich als Charakter. Denkt dran, es gibt 7 Kräfte im Spiel. Entschuldigung, welches Spiel? Ein Handyspiel-Dance. Bist du dumm oder was, Alter? Hydro, die Kraft des Wassers. Dendro ist die Kraft der Pflanzen. Pyro ist die Kraft des Feuers. Elektro, die Kraft der Elektrizität. Kryo, die Kraft des Eises. Anemo, die Kraft des Windes. Geo ist die Kraft der Erde. Was? Ich hab's dir gesagt, nichts ist klar. Dies sind die 7 Elemente, die ihr sammeln müsst, um das Tor zu öffnen. Die erste Kraft ist Kryo, die Kraft des Eises. Habt ihr Eis? Ja, im Gefrierschrank. Ja, wir können's herbringen, wenn du es brauchst. Ja, steh auf, Duck, und hol ein bisschen Eis. Okay, ich bin gleich wieder da. Benz, meine Finger frieren gleich ab. Mach einfach 100 Liegestütze, dann werden sie sofort wieder warm. Toll. Kryo, die Kraft des Eises. Anemo, die Kraft des Windes. Ich sammle dich in unserer Truhe für einen wichtigen Zweck. Um Camille und Amina zu befreien, ja. Wow. Dein Haar flattert so schön im Wind, Song Li. Ich habe deine Figur im Spiel immer gespielt. Du bist so süß. Danke, Serponka. Halt die Truhe gerade. Und du hast so ein schönes Outfit. Du siehst nicht 6000 Jahre alt aus, du siehst perfekt aus. Ponka, hör auf, ihn anzumachen. Konzentrier dich auf deine Aufgabe. Wie kannst du das nicht verstehen, Dylan? Das ist der große Song Li. Ponka, wie lange müssen wir noch wedeln? So lange, wie es dauert. Wir müssen noch mehr Wind in unserer Truhe sammeln. Habe ich recht, Song Li? Ja, du hast recht. Anemo, die Kraft des Windes. Ich sammle dich in unserer Truhe für einen wichtigen Zweck. Es ist Zeit, Elektro zu sammeln, die Kraft der Elektrizität. Dazu müsst ihr eure Finger in die Steckdose stecken. Aha, willst du, dass wir sterben oder was? Das ist voll gefährlich. Ich werde das nicht tun. Chuck, du vielleicht? Hör mal, Mandy, sammel du den Strom. Niemals. Du und Nice seid verrückt nach diesem Spiel, nicht ich. Ja, also auf geht's. Da ist die Steckdose. Nein, da kann man sterben. Und was ist mit der Superkraft? Du wolltest doch so gerne spielen. Ja, aber nicht im echten Leben. Ich sterbe, wenn ich in eine Steckdose fasse. Keine Sorge. Unser Beerdigungsinstitut wird die besten Beerdigungen für dich organisieren. Song Li und ich werden uns drum kümmern. Nein, danke, Chuck. Das ist alles nur wegen dir. Mach du das, okay? Ich kann das nicht. Dann sterbe ich. Wie soll ich dann das Spiel spielen? Puzzle, mach du es. Das wünschst du dir. Ich will nicht sterben. Das war ein Scherz. Es ist dumm, die Finger in die Steckdose zu stecken. Ich habe mich nur gefragt, wie weit ihr gehen würdet. Sehr lustig. Obwohl das eine gute Lektion für diese Spieler gewesen wäre. Es gibt einen einfacheren Weg, Strom zu bekommen. Wir benutzen statische Kleidung. Genau. Sie tragen immer Synthetik, keine natürlichen Stoffe. Puzzle, Nice. Reibt eure Pullover. Wir müssen noch die anderen Energien sammeln. Seid ihr bereit? Aha. Oh, das funktioniert! Elektro, die Kraft der Elektrizität, ich sammle dich ein. Pyro, die Macht des Feuers, ich sammle dich. Wow! Wir haben es geschafft! Pyro, die Macht des Feuers, wir nehmen dich mit in unsere Truhe. Dendro, die Kraft der Pflanzen. Armes Ding, ich wusste nicht, dass sie schon so lange im Schrank steht. Dafür sieht sie ziemlich gut aus. Dendro, die Kraft der Pflanze, ich sammle dich. Lasst uns die Energie des Wassers sammeln. Ja. Cool. Ich öffne den Wasserhahn. Klee, bist du bereit, deine Magie einzusetzen? Es tut mir leid, aber Wasser kann mein Feuer löschen und mir die Kraft nehmen. Ich brauche eure Hilfe.
Haltet die Truhe. Die ist für mich. Nein, sie hat gesagt, ich soll sie halten. Mädels, reißt euch zusammen, beide von euch. Und stellt die Truhe unter das Wasser. Okay. So ein Mist, das funktioniert nicht. Das Waschbecken ist zu klein. Die Truhe passt definitiv nicht hinein. Hey, Bubble, das ist die Damentoilette. Ja, wie oft müssen wir es dir noch sagen? Ich weiß, aber ich habe euch einen Eimer Wasser mitgebracht. Tolle Idee. Lasst uns die Truhe in den Eimer legen. Los geht's. Klee, der Spruch. Hydro, die Kraft des Wassers, ich sammle dich. Wow. Geo, die Kraft der Erde, ich sammle dich. Ah, mein Bein! Bist du dumm, Doug? Du hättest ihn töten können. Das war nicht mit Absicht. Er hat mir doch absichtlich einen Stein ans Bein geworfen. Oh. Du bist ein Dummkopf, Alter. Du kannst nicht mal einen einfachen Pass fangen. Was für ein Basketballspieler bist du? Beruhigt euch mal, Leute, und gebt mir den Stein her. Hier, bitte. Im Gegensatz zu anderen hier, werfe ich nicht mit Steinen. Okay, ich mach's nicht wieder, Mann. Geo, die Kraft der Erde, ich sammle dich. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Truhen zu vereinen und alle Elemente zu einer Einheit werden zu lassen. Das explodiert doch bestimmt wieder. Hassel, halt die Klappe, bitte. Bitte, bitte, lass es funktionieren. Lass das helfen, Camilo und Amina zurückzubringen. Bitte, bitte, bitte. Steph, du hältst besser auch die Klappe. Wow, was ist denn hier los? Seht ihr das auch? So viel Rauch. Lass uns das als Erinnerung festhalten. Lass uns ein Selfie zusammen machen. Chuck, wir brauchen keine Fotos zu machen. Wir müssen die Jungs retten. Camille, wir sollten die Jungs auf dem Campus anrufen. Sie machen sich bestimmt Sorgen. Ja, du hast recht. Oh, das ist Amina. Kommt alle her, Leute. Hey, Chuck. Amina, wo bist du? Wir sind in Thailand. Es ist so schön hier. Aber davor hat uns ein böser Geist entführt. Und in einem dunklen Schrank versteckt. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Er hat uns gehen lassen, weil ihr die Kräfte der Elemente gefunden habt. Danke, Leute. Ihr seid echte Freunde. Ihr solltet nicht uns danken, sondern den Helden des Spiels. Wo sind die eigentlich? Sind die wieder in meinem Handy drin? Die sind wieder in meinem Handy. Die Helden des Spiels. So cool. Chuck. Chuck. Schläfst du gerade? Vergiss nicht, dass du bei der Arbeit bist. Chuck! Mandy? War das alles nur ein Traum oder was? Die Elemente Wind, Feuer und Wasser! Warte mal, Mandy! Bleib doch hier! Wo gehst du hin? Lass uns das Spiel weiterspielen! Leute, like das Video, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und bleibt auf dem Laufenden für unsere neuen Episoden! Bis dann! Oh, ich habe ein neues Level freigeschaltet! Say no! Not like you. Amina, stimmt das? Natürlich nicht. Warum glaubt ihr ihr? Ich würde so etwas nie schreiben. Die Zwillinge sind rosa Verlierer. Ich wünschte, sie würden einfach vom Campus geworfen werden. Warum, Amina? Was haben wir dir je angetan? Glaubt ihr nicht, Mädels? Ich habe das alles nicht geschrieben. Ich habe gedacht, ich könnte dir vertrauen, Amina, aber du bist nicht das, was du zu sein scheinst. Mädels, ich habe eine geniale Idee. Lasst uns ein Cheerleader-Team gründen. Werden wir unsere eigenen Uniformen, Kampfschreie, Pompons und ein Maskottchen haben? Ja, natürlich! Das ist so cool! Wird unsere Uniform rosa sein? Ja, das ist so stylisch! Zwillinge, unsere Uniform wird alles andere als rosa sein. Wir haben alle die Nase voll von eurer rosa Besessenheit. Lasst uns Amina davon überzeugen, unsere Uniform rosa zu machen. Ich glaube nicht, dass sie dazu stimmen wird. Lasst es uns wenigstens versuchen. Hallo, Amina! Na, wie läuft's? Hallo Mädels, alles gut? Amina, wir haben zufällig gehört, dass du ein Cheerleader-Team gründen willst. Stimmt das? Ja, das stimmt. Wir werden unsere eigenen Uniformen, Kampfschreie, Pompons und ein Maskottchen haben. Und die Pompons werden rosa sein. Wir haben uns noch nicht entschieden.
Das ist so cool. Nehmt uns ins Team auf. Ja, wir sind flexibel. Jetzt geht's los. Tut mir leid, Mädels, aber das geht nicht, weil das Team schon voll ist. Ja, wir haben keine Plätze mehr. Bitte, lasst uns mitmachen. Das tut euch doch nicht weh. Ihr werdet es nicht bereuen. Das Team hat keine Plätze mehr, das haben wir euch doch schon gesagt. Versteht ihr das nicht? Wenn ich noch mehr Cheerleader brauche, sage ich euch Bescheid. Kommt schon, Mädels. Diese kleine Ziege! Heißt es, dass wir gerade abgelehnt worden sind? Ja, das heißt es! Ich bin noch nie so abgelehnt worden. Ich gebe einen Scheiß auf Cheerleading. Mir ist es nicht egal! Diese Kleine wird es bereuen, dass sie uns nicht ins Team aufgenommen hat. Hey Leute, was macht ihr da? Wo ist das Geld, Bubble, hä? Welches Geld, Leute? Das Geld, das wir verdient haben. Es lag auf dem Tisch. Ich hab's nicht gesehen, ich schwöre es. Bubble, wenn du nicht sofort die Wahrheit sagst, dann gibt's... Ich hab das Geld nicht genommen, lasst mich in Ruhe. Er will nicht gestehen, dann werden wir dich jetzt durchsuchen. Leer deine Taschen aus, Alter. Das werde ich auf jeden Fall nicht. Dann mach ich's halt. Ihr dürft nicht die Taschen anderer Leute durchsuchen. Goofy hier? Versuch's gar nicht erst, ihr werdet sowieso nichts finden. Was macht ihr hier, ihr Verlierer? Schenkt mir Limonade ein, sofort. Das Café ist geschlossen. Bleib hier, Mann. So eine Frechheit. Hier ist ja das Geld. Nein, das ist mein Geld. Meine Mama hat es mir gegeben, um Mittagessen zu kaufen. Goofy, wir haben also eine Ratte in unserem Team. Ich bin keine Ratte. Sowas haben wir von dir nicht erwartet, Bubble. Hat man dir nicht beigebracht, dass man nicht stehlen darf? Das ist sehr schlecht. Bist du verrückt, Mann? Gib das Geld zurück. Mach den Mund auf. Goofy, er hat das Geld gegessen. Jetzt habt ihr keinen Beweis dafür, dass ich eine Ratte bin. Wo ist Cool? Wo? Er ist schon wieder zu spät. Ich hab dir gesagt, du sollst ihn nicht in die Mannschaft aufnehmen. Dance, ruf Cool an. Hallo Cool, wo bist du? Dance ist wütend. Du bist erledigt, wenn du nicht sofort zum Training kommst. Was? Okay, du Loser, hör mal ganz gut zu. Du bist nicht mehr in unserem Team, denn ich schmeiße dich raus, ja? Ich will dich nicht mehr in der Turnhalle sehen. Wenn ich dich nochmal sehe, bist du erledigt, verstanden? Okay, das Training beginnt. Geht runter und macht 200 Liegestütze. Jeder von euch. Hast du gesehen? Benz hat Cool rausgeschmissen. Na und? Das hat er verdient. Er war schon immer lästig. Ich werde nicht mehr zu spät zum Training kommen. Ich will nicht, dass Benz mich auch rauswirft. Hallo. Wie läuft das Training? Mein Training läuft immer gleich und zwar großartig, okay? Warum hört ihr auf? Macht weiter Liegestütze. 183, 184. Stark, mehr Körperspannung. Wie auch immer, ich komme gleich zur Sache. Ich weiß, dass du mich magst und du musst nicht so tun, als ob du mich nicht magst. Was? Denkst du, ich merke nicht, wie du mich die ganze Zeit anstarrst? Wenn du das tust, dann sag es mir direkt ins Gesicht. Du willst, dass ich dir die Wahrheit ins Gesicht sage? Okay, ich kann dich nicht leiden. Und jetzt... Nichts weiter. Ich kann in deinem Gesicht sehen, dass du lügst. Kein Mann kann einer Frau wie mir widerstehen. Nicht einmal du. Ich habe alles gesagt. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich habe gerade Training. Und überhaupt, hör bitte auf, mir zu folgen, okay? Du kannst mich mal. Hat sie dich wieder angebaggert, Benz? Ja, und? Ich hab sie abgewiesen. Warum, Benz? Du hast im Moment keine Freundin. Du kannst dich mit ihr verabreden. Ich weiß, wen ich mag und wen nicht. Okay, das Training ist vorbei. Oh Mann, die Damentoilette. Ich schaff's nicht rechtzeitig zur Herrentoilette. Ich hätte das Geld nicht aufessen sollen. Bist du sicher, dass wir das tun sollten? Ja, bin ich. Magst du es, wenn du vor allen gedemütigt wirst? Nein, nicht wirklich. Oh, ist da jemand? Deshalb werden wir sie in ihre Schranken verweisen, damit sie weiß, dass sie uns nicht abweisen kann. Hast du einen Stift? Ja. Was planen die da draußen? Was wirst du in ihr Tagebuch schreiben? Du weißt schon, so etwas wie, Steph ist eine Dumpfbacke. Ich habe sie nie als meine beste Freundin betrachtet. Und ich habe es satt, dass die rosa Zwillinge uns folgen. Ich wünschte,
Sie würden einfach vom Campus geworfen werden. Oh, und schreibt, dass Puzzle und Nice Camils Speichel lecker sind. Toll! Oh, hier ist noch was. Ich kann es kaum erwarten, dass Camille Mandy einen Heiratsantrag macht und sie heiraten werden. Oh, und dann wäre da noch Ponka. Ponka, die denkt, dass sie den Campus leitet. Aber in Wirklichkeit ist sie nur ein gewöhnlicher, gruseliger Verlierer. Toll! Jetzt müssen wir nur noch den ganzen Campus versammeln und allen dieses Tagebuch zeigen. Ui. Es ist jemand hier. Jemand hat uns also gehört. Hier. Wer ist da? Da ist niemand drin, Laura. Aber die Tür war verschlossen. Vielleicht klemmt nur der Griff? Okay. Das war knapp. Mandy, wir gehen in den Musikraum. Wir müssen üben. Ich freue mich wirklich für euch. Oh, hi Mandy. Wie geht's dir? Toll. Du wolltest etwas, Chuck? Kannst du ein bisschen für mich einspringen, Mandy? Nur für eine Stunde. Ich muss weg, ja? Bitte pass einfach auf. Wo wirst du eine ganze Stunde lang sein? Mandy, stell dir vor, es gibt einen neuen Donutladen in der Nähe des Campus. Sie verschenken heute kostenlose Donuts zum Probieren. Und du weißt doch, wie sehr ich sie liebe. Kostenlose Donuts? Ja, also, willst du mir helfen, Partnerin? Ja, natürlich. Nein. Geh zurück auf deinen Platz und bewache den Campus. Warum bist du so gemein, Mandy, hä? Lea, bleib stehen. Du hast diesen Monat noch nicht für den Fonds für obdachlose Tiere gespendet. Wann wirst du es tun? Ich geb's dir, wenn der Himmel runterfällt. Dann geb ich's dir. Hey, Mann, warum weinst du so? Das geht dich nichts an, Alter. Hau ab! Oh mein Gott. Nice, da bist du ja. Wir haben schon überall nach dir gesucht. Leute, euer Typ jammert schon die ganze Zeit rum. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Verschwinde und verteile deine Pizza. Oder sie verrottet in deinem Rucksack. Nice, weinst du gerade? Nein, ich hab nur was im Auge. Hat dich jemand schlecht behandelt? Nein. Nice, wir können doch sehen, dass du weinst, okay? Sag, was passiert ist. Meine Eltern nehmen mich von der Schule, weil wir nach Korea ziehen werden. Ja, nice. Dann wirst du auf eine andere Schule gehen, oder? Aber ich will nicht auf eine andere Schule gehen, sondern hier auf den Campus. Nice, nicht weinen, okay? Du wirst auf eine neue Schule gehen, neue Freunde finden und alles wird gut werden. Zieh doch von zu Hause aus und wohne hier auf dem Campus. Wir verstecken dich hier und deine Eltern können alleine nach Korea gehen. Meine Eltern gehen nirgendwo ohne mich hin. Sie kommen zum Campus und holen mich ab. Okay, ich habe einen Plan, okay? Du fliegst nach Korea, jobbst nach der Schule als Kellner in einem Imbiss, sparst dein Geld, kaufst ein Ticket und kommst zu uns zurück, okay? Was meinst du dazu? Das ist doch gut. Jungs, Notfalltreffen. Ja, es wird ein wichtiges Treffen geben, bei dem ihr eine Menge interessanter Dinge erfahren werdet. Laura, Nice zieht aber bald nach Korea um. Naja, wen kümmert's? Seid in 15 Minuten da. Also gut, Mädels, wir haben noch keine Uniformen und auch kein Maskottchen. Lasst euch wenigstens einen Kampfschrei einfallen. Oh, wir haben schon einen. Los, Team, ihr seid die Besten. Wir glauben an den Sieg. Ihr werdet erfolgreich sein. Wow! Oh, das ist lustig. Das gefällt mir. Lasst uns jetzt alle zusammenkommen. Los, Team, ihr seid die Besten. Wir glauben an den Sieg. Ihr werdet erfolgreich sein. Wow! Leute, was ist hier los? Wir sind mitten im Training. Laura hat uns alle hier versammelt. Laura, warum hast du alle versammelt? Ich habe euch alle hier versammelt, um euch die Wahrheit mitzuteilen. Welche Wahrheit? Wovon redest du? Kannst du es schneller machen? Wir haben noch Limonade zu verkaufen. Und ich muss den Campus bewachen. Ihr werdet gleich etwas hören, das euch die Ohren verdreht. Ihr wisst alle, dass ein Mädchen hier ein persönliches Tagebuch führt, in dem sie alle ihre Geheimnisse aufschreibt. Nun, das ist Aminas Tagebuch. Oh, okay, Leute, lasst uns gehen. Das ist nicht interessant. Warte mal, Camille. Es gibt auch ein paar Zeilen über dich. Amina, wie ist sie an dein Tagebuch gekommen? Vielleicht habe ich es irgendwo liegen lassen. Ihr denkt, dass Amina das netteste, süßeste Mädchen auf dem Campus ist? Aber das ist sie nicht. Sie lügt euch alle an. Sie hasst euch. Dafür gibt es viele Beweise.
Laura, was sagst du da? Das ist nicht wahr. Gib ihr ihr Tagebuch zurück. Goofy, das wird nicht schön enden. Soll ich Popcorn holen gehen? Warte mal, du verpasst noch alles. Warum liest du nicht, was da steht? Das klingt alles wie eine Lüge. Laura, lies. Fangen wir mit Aminas bester Freundin an. Steph ist eine Dumpfbacke. Ich habe sie nie als meine beste Freundin betrachtet. Was sagst du da? Amina, stimmt das? Nein, natürlich nicht. Warum glaubt ihr ihr? So etwas würde ich nie schreiben. Aber das ist dein Tagebuch. Steht da auch was über mich drinne? Kannst du mir mal nicht ins Ohr schreien, Chuck? Jetzt lasst uns über die Zwillinge reden. Die Zwillinge sind rosa Verlierer. Ich wünschte, sie würden einfach vom Campus geworfen werden. Oh mein Gott! Amina, warum? Was haben wir dir getan? Glaub dir nicht, Mädchen, ich habe das alles nicht geschrieben. Gibt's auch was Schlechtes über uns oder so? Hm? Beruhigt euch, Basketballspieler. Niemand interessiert sich für euch. Wer ist die nächste, Laura? Die nächsten sind sehr interessante Charaktere. Puzzle und Nice. Oh. Amina schreibt, dass Puzzle und Nice Camilles Speichel lecker sind. Nichts davon ist wahr, ich schwöre es. Verzieh dich, Alter. Woher willst du das wissen? Amina, was schreibst du da? Puzzle und Nice sind meine Freunde. Sowas hätte ich von dir nicht erwartet. Das habe ich nie geschrieben. Ich weiß nicht, woher sie das alles hat. Warum glaubt ihr ihr alle? Gib mir mein Tagebuch zurück. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig. Jetzt kommt der interessanteste Teil. Ich will auch was lesen, Laura. Ich werde lesen. Ich kann es kaum erwarten, dass Camille Mandy einen Antrag macht und sie heiraten. Wow! Amina, warum schreibst du sowas? Du weißt doch, wie sehr sie mich nervt. Du nervst mich aber nicht. Ich glaube nicht, dass Amina das geschrieben haben kann. Laura lügt. Oh, seht mal, wer da spricht. Unsere süße kleine Ponka. Auch für dich gibt es etwas Interessantes. Ponka, die denkt, dass sie den Campus leitet. Aber in Wirklichkeit ist sie nur eine gewöhnliche, gruselige Verliererin. Ich dachte, ich könnte dir vertrauen, Amina, aber du bist nicht das, was du zu sein scheinst. Komm nicht mehr in unser Café. Das haben wir nicht von dir erwartet. Leute, ihr glaubt mir vielleicht nicht, aber ich habe nichts Schlechtes über euch geschrieben. Ihr seid meine Freunde. Laura ist eine Lügnerin. Sie ist sauer, weil ich sie nicht ins Cheerleader-Team gelassen habe, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Steht da noch mehr drin? Das war's. Gabby, lass uns gehen. Molly, glaubst du, Laura? Ich weiß es nicht. Leute, liked dieses Video, abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke und auf Wiedersehen, Leute. Say no, not like you. Spieler, wo seid ihr? Warum müssen wir alle auf euch warten? Ja. Wir haben Basketball gespielt. Und Leute, wie war das Training? Es war gut. Ich war dafür draußen. Ich habe mich im Schnee gewälzt und einen großen Schneemann gebaut. Aber ich konnte keine Karotte für die Nase finden. Pff, nutzlose Informationen. Hat die Karotte nicht gefunden. Also gut, Leute, Camille hat einen coolen Vorschlag. Ja, hört zu und unterbrecht ihn nicht. Los, Camille, sag's ihm. Also, Leute, ich will ein Musikvideo drehen. Und ich brauche wirklich kreative und coole Leute. Oh! Oh, Leute, nehmt mich für euer Video. Ich bin richtig cool und kreativ. Was mischst du dich ein? Du bist ein Neuling hier. Du bist erst seit kurzem hier auf dem Campus. Camille, nimmst du nur Jungs für dein Video oder auch Mädchen? Laura, das ist für uns überhaupt nicht wichtig. Jeder kann im Video mitmachen. Egal, was für ein Geschlecht ihr habt. Ihr müsst nur kreativ und talentiert sein. Oh cool, ich habe immer davon geträumt, in einem coolen Video mitzuspielen. Also, Dance, werden wir zusammen im Video sein? Natürlich, warum fragst du überhaupt? Aber was ist, wenn Benz es nicht zulässt? Wir werden nicht nachfragen. Was ist, wenn er uns später im Video sieht? Bis dahin lassen wir uns was einfallen. Okay. Ich will auch in Camilles Video mitmachen. Ich werde beliebt sein, ein Superstar. Bobby, vielleicht schaffst du es nicht einmal in dieses Video. Vielleicht wählen sie dich nicht aus. Superstar, geh und liefer die Bestellungen aus. Wenn ich erstmal im Video bin, werde ich beliebt. Und dann werdet ihr mir für ein Foto hinterherjagen. Kannst du mir nicht ins Ohr brummen? Du bereitest mir Kopfschmerzen. Du bereitest mir Kopfschmerzen. Was hast du gesagt? Gar nichts. Wie auch immer, Leute, macht euch bereit, wenn ihr mitmachen wollt. Ja, Leute, das Casting beginnt in einer Stunde. Los geht's!
Achtung, Achtung! Moon und Lea zum Büro des Direktors! Moon, es sieht so aus, als ging es um den Kampf. Das habe ich mir schon gedacht. Lea, warum gehst du nicht zum Direktor? Was interessierst du dich dafür? Lea, nimm deinen Hintern vom Tisch. Du machst ihn noch kaputt. Verlierer, tut mir einen Gefallen und haltet die Klappe. Die ist so frech. Also auf geht's zum Casting. Ja. Hört mal, Leute, verkauft ihr zufällig Karotten? Ich habe gerade einen Schneemann ohne Nase gebaut. Ha, 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 so lustig. Leute, wir haben einen Scherzbold auf dem Campus. Lasst uns lachen. Nein, im Ernst, Leute, mein Schneemann hat wirklich keine Nase. Ich muss bei diesem Clip mitmachen, weil ich selbst ein Campus-Talent bin. Amina, es wäre so cool, wenn Camille mich in seinem Video mitmachen lassen würde. Ich würde super beliebt werden. Steph, du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde mit ihm reden. Er ist mein Bruder. Gabi. Also gut, Leute, los geht's. Hallo, Mädels. Laura? Was machst du denn hier? Ich bin zu Besuch gekommen. Wie geht es euch allen? Besucher kommen nur mit einer Einladung. Und Amina hat dich nicht eingeladen. Geh weg. Steph, du gehst. Das ist nicht dein Zimmer. Es ist Aminas. Laura, wolltest du etwas? Nein, nichts. Ich bin nur vorbeigekommen und habe beschlossen, kurz vorbeizuschauen, um ein paar Geschenke abzuliefern. Amina, glaubst du nicht, dass Laura dir diese Puppen aus einem bestimmten Grund gibt? Sie führt etwas im Schilde. Laura, es ist wirklich cool, dass du mir diese Puppen schenkst, aber ich habe das Gefühl, dass du etwas von mir willst. Etwas von dir? Nein, ich will nichts. Camille hat nur gesagt, dass er Talente für sein Musikvideo sucht. Und weiter? Halt die Klappe, Steph! Wie auch immer, Amina, kannst du Camille sagen, dass ich sehr talentiert und schön bin? Dann nimmt er mich im Video auf ohne Casting. Was? Nein, Laura, das kann ich nicht tun. Denn das wäre nicht fair gegenüber allen anderen Casting-Teilnehmern. Wenn du so talentiert und selbstbewusst bist, dann beweis es beim Casting. Ach wirklich? Dann gib mir meine Puppen zurück! Ach komm schon! Laura, man kann nicht zurücknehmen, was man geschenkt hat. Beeilen wir uns, ich will nicht zu spät zum Casting kommen. Goofy, beeil dich! Leute, ich muss plötzlich auf die Toilette. Ich komm gleich nach. Steph, sie gehen! Wir sind noch nicht fertig. Wir reden nach der Schule. Moon, was hat der Direktor gesagt? Ich hoffe, du wirst nicht von der Schule verwiesen. Ich werde nicht rausgeschmissen. Wir haben nur eine Verwarnung bekommen. Moon, dann streitest du nicht mehr mit Leia, okay? Übrigens, ich gehe nicht zum Casting. Ich brauche etwas Zeit für mich. Ich werde in der Abstellkammer sein. Wo sind denn alle? Das Casting beginnt in 5 Minuten. Wollen die nicht beliebt werden? Sieht so aus, als ob es kein Casting gibt. Okay, dann lasst uns verschwinden. Oh, sieht aus, als ob es doch ein Casting geben wird. Puh, gerade noch rechtzeitig. Stell dir mal vor, wir wären zu spät gekommen. Camille, sag allen, dass wir anfangen. Campus, das Casting ist offiziell eröffnet! Also, wer will zuerst sein Talent zeigen? Und die, die nicht kreativ sind, sollten nicht auf die Bühne gehen. Verschwendet nicht unsere Zeit. Ja, nur talentierte Menschen werden ins Video kommen. Also, wer will als erstes? Wir wollen unbedingt im Video sein. Wir sind die Ersten. Wir sind die süßen Zwillinge, wir wollen im Video sein und tanzen. Zwillinge, werdet ihr singen oder tanzen? Beides. Und singen und tanzen. Okay. Zwillinge mit. Warte mal kurz, Nice. Wir haben noch nicht alle gesehen. Wer sind die Nächsten? Wir. Los geht's, Steph. Leute, wir brauchen eure Unterstützung. Und jetzt kann ich was allein machen? Was? Da, 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 da.
Wir casten nicht für einen Zirkus, sondern für das Video von Camille. Wir brauchen keine Clowns. Ja, wir haben schon einen Clown. Bin ich damit gemeint? Ich wollte unbedingt in dem Video sein. Die Nächsten! Da, komm mit, jetzt sind wir dran. Warte, Dance, ich habe vergessen dir zu sagen, dass ich weder singen noch tanzen kann. Meinst du das ernst? Was wolltest du denn dann im Video machen? Ich wollte im Hintergrund sein. Im Hintergrund? Jetzt nehmen sie vielleicht wegen dir mich nicht mehr. Und was machen wir jetzt? Wir müssen uns was einfallen lassen. Fragen wir den Neuling, ob er was kann. Lass uns einfach sagen, dass wir ein Team sind. Hey Neuling, kannst du singen oder tanzen? Ja, kann ich. Wieso? Einfach so, du gehst mit uns auf die Bühne. Nein, Leute, tut mir leid. Ich werde alleine auftreten. Ich brauche die Konkurrenz nicht. Dann geh schon, Duck. Camille, nimmst du die Basketballer für das Video? Eigentlich nicht. Aber wenn sie sich als lustig und kreativ erweisen, muss ich es tun. Also, wir sind die Basketballer. Ja, eigentlich sollte Benz dabei sein. Aber er holt unsere neuen Uniformen. Camille, wir sind perfekt für dein Video. Ja, du wirst es nicht bereuen. Los, Basketballer, zeigt uns, was ihr drauf habt. Auf geht's, Dance. Los geht's. Fast lane when I pass in the street. Bag of money in the passenger seat. Simple's been asking for me. On the road from the west to the east. Way up, I might never come down. Cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down. So what, this is my lifestyle. Wait a minute. Wait a minute. Work hard for the cause. Also nehmt ihr uns mit ins Musikvideo? Buh. Camille, lasst ihr uns nicht mitnehmen, oder? Aber sie haben cool getanzt. Wir werden drüber nachdenken, Basketballer. Ja, wir denken drüber nach. Ja, wir denken drüber nach. Oh, Doug, sie haben gesagt, dass sie drüber nachdenken. Das heißt, dass wir dabei sind. Ja. Die Nächsten. Das beste Team. Hallo alle zusammen. Wir sind das beste Team. Und nur damit ihr es wisst, wir sind bereits sehr beliebt. Ja, der ganze Campus kennt uns. Und man kann nie zu viel Popularität haben. Deshalb wollen wir noch beliebter werden. Damit die ganze Welt von uns erfährt. Aha. Okay, zeigt uns euer Talent. Also gut, Leute. Musik. Von der Bühne. Wir lassen dich nicht mitmachen. Stinker, du. Warum haben wir die überhaupt auftreten lassen? Bubble, warum hast du das getan? Du hast alles ruiniert. Jetzt werden wir nicht ausgewählt. Aber wir sind definitiv bekannter geworden. Ich bin dran. Oh, Puzzle, wer ist das denn? Das ist der Neuling hier. Ich glaube, sein Name ist Cool. Hallo zusammen, ich bin Cool. Ich bin neu auf dem Campus. Ich bin sehr kreativ und künstlerisch. Ich muss in deinem Video dabei sein. Und ich will auch ein beliebter YouTuber werden. Deshalb filme ich alles mit meinem Handy mit. Was für ein Angeber. Ich gehe und hole ihn von der Bühne. Warte mal kurz. Du machst alles kaputt und dann kommen wir nicht ins Video. Zeig uns, was du kannst, okay? Neuling Cool. Hat es euch gefallen? Nicht schlecht. Die Nächsten. Abonniert mich. Ich bin Cool vom Campus. Jetzt bin ich dran. Das war's dann wohl. Okay, wer sind die Nächsten? Wir.
Eins, halte das. Hallo alle zusammen. Gabby, kannst du einen Moment hier warten? Nein? Wir passen am besten zu diesem Clip. Aha. Musik. Okay, Mädels, zeigt bitte euer Talent. Sie werden mich mitmachen lassen. Hä? Ah! Tada! Du kannst mich in deinem Musikvideo haben. Gabby, du bist nicht dabei. Wir haben deine Leistung noch nicht mal gesehen. Camille, es gibt keine Teilnehmer mehr. Stimmt, es gibt keine Teilnehmer mehr. Camille, wir müssen uns entscheiden, wen wir ins Video nehmen. Camille, nehmen wir einfach die Zwillinge. Ich sag dir, das wird ein anständiges Video werden. Nice, wir können nicht nur die Zwillinge nehmen. Alle Teilnehmer waren gut. Außer Bubble natürlich. Wir können aber nicht alle ins Video packen. Das wäre zu viel, oder? Dann lassen wir das die Zuschauer entscheiden. Leute, schreibt in die Kommentare, wer eurer Meinung nach in meinem Video sein sollte. Like das Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und wartet auf unsere neuen Episoden. Tschüss! Puh, ich hab's zum Casting geschafft. Also wann sind wir dran? Dylan, wo bist du gewesen? Das Casting ist schon vorbei. Ernsthaft? Haben sie uns ausgewählt? Nee, Bubble hat alles versaut. Stinker. Ich wollte nur helfen. Say no, not like you.